Ach, da sind auch noch welche. Moin. So. Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Reise im Land der Verbannten in Conan Exiles. Und so ein Scheiß, ich hatte mir die Kiste ja noch geholt, aber sie ist weg. Mit dem Einloggen war sie davon. Sie war entschwunden. Ich glaube, man braucht eine Schatzkammer. Oder ich hätte sie in diese Truhe packen sollen, weiß aber nicht, ob das gegangen wäre. Aber ich glaube, man benötigt diese Schatzkammer hier. Für diese Schatztruhen. Und die kann ich erst mit Level 44 bauen, beziehungsweise diese Schatzstadttunnel kann ich auch erst... Die müsste ich eigentlich schon mal freischalten können, ne? So, okay, die haben wir schon mal freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nur, dass man eine Schatztruhe braucht. So, dann wollte ich mit euch gucken, was wir sonst noch alles bauen können. So, wir haben... Lass mich lügen. Da haben wir es doch. Ich brauche bessere Waffen, definitiv. Das Katana kann ich bauen. Wo baue ich das denn? Hä? Wo ist es denn jetzt? Das Katana. Wo baue ich das? In der Werkbank eines Schmieds. Ja, das bauen wir uns gleich. Das habe ich freigeschaltet. Das brauche ich im Moment noch nicht. Oh, Stahlmeister brauche ich auch noch nicht. Wir haben noch nicht mal Pferde gesehen. Hier, eiserner Streitkolben. Nein. Hyrkanischer Bogen. Ja, muss ich wahrscheinlich irgendwo für freigeschaltet haben. Die große Truhe will ich auf jeden Fall nochmal freischalten. Na, Streifhalten hier. Brunnen. Brunnen ist gar nicht so uncool, ne? Wurfaxt, da. So, und das war's dann auch schon wieder, ne? Bändiger Waffenschmiedlehrling, den wollte ich noch freischalten, glaube ich, ne? Die Demontagebank, ah, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall brauche ich noch ein bisschen bessere Werkzeuge. Ein Tjosta brauche ich auch noch nicht. Steinmetzgeselle, ja, den können wir freischalten. Den werden wir auf jeden Fall brauchen und den Sattelnovizen auch. 5 Punkte, Alter. Du bist teuer. So ein Schild, weiß ich nicht, ob ich es benutzen will. Aber ich glaube, den Rest brauche ich erstmal noch nichts von, ne? Ein bisschen Deko und so kümmern wir uns viel, viel später drum, wenn wir wirklich eine gute Stelle gefunden haben. Was hat das Ding denn für einen Schaden? 20, 24, 19. Das Doppelschwert hat einen 23er Schaden. Wie viel hat die Keule? 18. Was hat denn jetzt hier mein Beil? 16. 16 ist ja ganz cool, ne? Ja. Hier, eiserner Kriegshammer. Den wollte ich mal ausprobieren, ne? Die alte Tante hatte den ja gegen mich eingesetzt. Der war eigentlich ganz cool, ne? Was hat er für einen Schaden? 20. Reparieren. Was fehlt denn zum Repar? Ich kann den nicht reparieren, oder was? Oh, warum nicht? Wahrscheinlich, weil ich den noch nicht freigeschaltet habe, ne? Ah ja, das wollte ich... Ah, genau, so. Dann hier nochmal 5 Punkte rein. So, kann ich den jetzt reparieren? Ja. Dafür brauche ich Eisenbahn, das ist kein Thema. Genau, das wollte ich euch nochmal fragen. Zack, reparieren. So,
Was wollte ich jetzt gefragt haben? Genau. Was haltet ihr denn besser? Wir machen gemeinsam hier diese Punkteverteilung für Wissen und Attribute. Oder mache ich das offscreen, weil euch das nicht so interessiert? Das würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Gerne machen wir das weiter zusammen. Ich möchte nur, dass ihr hier Spaß habt und euch nicht so einen langweiligen Kram vielleicht angucken müsst. Also wenn ihr da Bock zu habt. 10 höhere Rüstungsdurchdringung. Nee. Vitalität. Das bräuchte ich jetzt doch mal, ne? Ja, da muss ich doch mal ein bisschen was reinpacken. Auf jeden Fall die Ausdauer. Die müssen wir auf jeden Fall machen, ne? So, dann hier Herausforderungen haben wir neue gekriegt. Müssen wir mal gucken. Ein paar Schieferrücken könnte passieren, dass wir die heute töten. So, und hier im Battle Pass habe ich auch was freigeschaltet. Die Belohnung holen wir uns auf jeden Fall, was immer das hier ist. Ein geschmiedeter Schild. Dann haben wir das hier noch, diese verzierte Wandfackel, ne? Und das hier, Munition für das Tribok. Ah. Hier gibt es dann nochmal eine gut ausbalancierte Pickel. Gut. So, dann haben wir einen neuen Gefährten. Der gute. Und wir haben echt Glück. Wir haben nämlich eine mächtige Hyäne rausgekriegt, ne? Was schon geil ist. Moinsen. So, du kriegst auch gleich mal das Fleisch hier. Ach, das willst du gar nicht, ja? Menschenhaut gibt Vitalität. Hier, 7 Stärke. Exotisches Fleisch gibt gar nichts. Gibt gar nichts. Also das kannst du wieder rausnehmen. Das bringt gar nichts. So, dann gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen rohes Fleisch habe. Natürlich nicht. Müssen wir dir was schlachten, wa? So, was hat er denn? Der hat schon 1070, ne? Den trainieren wir jetzt erstmal. Kurz noch ein bisschen hochpowern. Also mein Plan ist eh heute, und da fangen wir auch direkt jetzt mit an. Ich möchte einmal hier an der Brücke nochmal gucken. Und den Fluss hier entlang laufen, ne? Und mein Ziel ist es, nach hier, kann sein, dass wir da noch übernachten müssen, nach hier oben zu kommen. Also nach meinem letzten Stand ist hier oben ja Elefanten und Rhinos und so unterwegs. Und wir brauchen dicke Haut. Von daher fände ich das eine klasse Sache, wenn wir da mal schauen. So, und dann will ich meinen kleinen Freund hier hinter mir. Halt, ich wollte noch ein paar Sachen auspacken. Was ich ganz vergessen habe, ist, die wollte ich mit euch auspacken. Da haben wir diese Notiz. Die können wir gleich mal lesen. Papyrusrollen werden aus dem Markt gepresster Schilfrohre hergestellt und in Stygien für gewöhnlich genutzt, um heilige Texte festzuhalten. Obwohl das verwendete Material für längere Schriften zu spröde ist, sind Papyrusrollen aufgrund ihrer günstigen und einfachen Herstellung eine gute Möglichkeit, um wenigstens kurze Mitteilungen festzuhalten. Diese Schriftrolle kann beschrieben und dann mit anderen geteilt werden. Vorausgesetzt natürlich, sie können lesen. Was haben wir hier? Karte eines toten Zauberers. Diese gefaltete und rissige Karte wurde mit geschickter Hand gezeichnet und scheint ein längst vergessenes Netzwerk von Höhlen darzustellen. Das Ende des beschriebenen Weges ist lediglich mit einem arkanen Symbol gekennzeichnet. Ja. Cool. Seht ihr, hier ist die Höhle wieder, ne? Ja, nice. Da sind wir ja auch auf dem Weg, da können wir mal reingucken. Aber ich glaube, die Dings hat sich da schon geändert, ne? Der Dungeon. Hier. Sammelpunkte, mein Freund. Wow!
das? Nice. Nee, Quatsch, ich brauche ja das. Ich brauche ja das Ding hier. Ich brauche ja das Fleisch. Für meinen guten Freund hier. Der braucht ja was zu futtern. So, wir müssen aber noch mal eben zurück. Also die Karte nehmen wir auf jeden Fall mit. So, ich wollte auch noch mal was essen, aber vor allem was trinken. So, ich hole euch gleich wieder das... Ach, das kleine Stück können wir an einem laufen. Ist ja nur eben auspacken und fertig. Ja, unsere letzte Begleiterin hat es leider dahin gerafft wegen meiner Voreiligkeit und Unkonzentriertheit in der letzten Folge. So, die Notiz kann hier mit rein. Das Fleisch kommt gleich in den Kochtopf, das behalte ich. Das kann man rüber. Die Bären können erstmal rüber. Die Eisenpike behalte ich aber auch. Das kann weg. So viel Zeug, so viel Zeugs. Guck mal hier, ich habe Brot, ne? Pack das raus. Diesen Radiumwächterkopf wollte ich sowieso wegpacken. Den muss ich jetzt nicht mitschleppen. Und jetzt ist die Kiste auch schon fast voll, ne? Das bleibt hier nicht drin, na, hallo? Das kann in die Waffenkammer. Also hier rein. 100 Pfeile haben wir. Das kann rüber, das kann rüber. Die habe ich gesagt, behalte ich. Das Horn packe ich jetzt einfach hier rein. Bett nehmen wir mit. Das kann hier rein. Gut. Na dann komm. Dann geht's jetzt los. Jetzt geht's los. Oh, das tut schon weh. Ah, diesen Hammer, den muss ich auch noch mal ausprobieren. Ne? Ach, guck mal, da ist das schon wieder was. Da wollen wir noch mal gucken, dass unser Freund hier gut levelt. Dass er einen guten Schutz kriegt. Ja. Gutes Tier. Alter, der ist gut, ey. Die mächtige Hyäne ist gar nicht so schlecht, ne? Aber wir müssen ein paar gute... Stein? Nein, nicht sammeln. Greif an da. Jawoll. Wie sieht's denn hier aus? Ja, guck mal. Er hat schon Stufe 1 erreicht. Sehr schön. Da Schäden, Rüstung hat er 365. Die nehmen. Nee, ich will den nicht nehmen. So, gab's hier nicht nochmal bessere Ansichten? Da, Werte, genau. Stärke 3, 70% Wachstumschance. Vitalität hat 76% Wachstumsstärke. Dann hat er noch einen Stärkeschadenbonus. Gesundheitsbonus und Mutrüstungsbonus. Ja, nice. Mal gucken, wie er sich so gegen den Krokodil macht, ne? Ne, bei dem Krokodil will ich auch mal den Hammer ausprobieren. Aber erstmal die Hyäne. Ja, komm. Ach, guck mal, wenig Schaden. Nice, mein Freund, nice. Ja, der muss Punkte sammeln, ne? Ja, mach Platz, sehr voll. Hast du Blutungsschaden, ne? Ja, der geht auch wieder weg, siehst du? Und schon hat er wieder Leben. Zödel.
So, wie gesagt, erstmal hier rüber. Ja, komm, die packen wir uns so. Das sind ja nur drei oder was, ne? Hey, ich hab doch gesagt, nimm den Bogen. Ach, bleib doch gleich liegen. Kleiner. Cool. Ja, sehr schön, sehr schön. Hier ist noch ein Bogen, der hier in der Luft rumschwebt. Aber hier müssen wir gar nicht lang, sondern hier so rum, ne? Wo sind wir denn? Ach, wir sind da ganz falsch. Wir müssen dahin. Ja, komm, dann gehen wir hier lang. Aber war ja ein guter Versuch hier, ne? Da hinten ist die Brücke. Ja, guck mal. Da steht einer rum. Den wollen wir natürlich auch eben schnell wegmachen, ne? Nicht wegrennen. Hallo, bleib doch hier. Wer bist du? Ach ja, lassen wir eben, ne? So, dankeschön. Jetzt hat es ihn dahin gerafft, ne? Anos von Cimmerien war es. Naja, war es. Komm mal hier. Ach, der macht ja kaum Schaden. Der macht ja kaum Schaden. Au! So, hier ist auch noch einer. Boah, der Hammer verbraucht aber gut Ausdauer, ey. Der Hammer braucht aber... Was? Alter! Der braucht echt gut Ausdauer. Wahnsinn. Oh, da sind ein paar viele Krokodile, ne? Aber da ist irgendwer. Ja, komm, mein kleiner Freund. Wir machen uns mal eben hier über die Krokis her. Kriegen wir hin, oder? Bleibst du wohl hier? So. Och, die Crocs haben ja schon alles gemacht. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Die können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Und den Rest lässt sich hier, ne? Hier liegt auch noch so einer rum. So, und jetzt haben wir hier irgendwo noch was. Noch ein paar Schieferrücken, sehr schön. Kriegen wir unseren Progress heute noch voll, wa? Yep. Feinmarkt, Jung, Feinmarkt. So, hier gibt es irgendwo eine Cave oder sowas, ne? Habe ich mir sagen lassen. Aber hier liegen noch andere Sachen rum. Ich meine zumindest, dass ich bei der letzten Runde hier auch noch irgendwie Schriftstücke gefunden hatte. Entweder hier oder da oben irgendwo. Irgendwo war hier was, ne?
Meine ich. Sicher bin ich mir nicht. Kann auch sein, dass sich das mit Age of War geändert hat, ne? Da ist noch ein Schiefer, Rücki. Au. So, stirb. Ich hab doch gerade erst noch getrunken, ey. Wahnsinn hier. Oh, wo sind meine anderen Heiltränke? Habe ich jetzt alle rausgepackt, ich Idiot? Oh Mann, ey. Verdammt, ja egal. Das ist jetzt mal Pech, ne? So, wie viel braucht man oder hat man denn jetzt fertig hier? Ja. Eine Säuberungswelle besiegen. Soweit sind wir noch nicht. Stein ernten muss ich noch. Untote Kreaturen besiegen. Einen Elefanten vollständig abtrennen. Hm. So. Wir sind jetzt hier. Hier irgendwo muss was sein, ne? Da vorne ist erstmal nochmal so ein Camp. Wie ist deine Gesundheit? Super. Sehr schön. Die haben auch alle nichts, ne? Hier. Das ist für ihn hier, ne? Lecker essen. So, was war jetzt hier? Hier war irgendwas mit interagieren. But what? Hä? Wieso sind die Toten denn schon weggespawnt hier? Hier, eh? Ach so. You have found a Yog Cleaver. Was? Ein Yog-Hackmesser. Was hat er denn? Ach, Gesundheitsschaden 1. Eine einfach aus einem Kieferknochen und einem robusten Ast bestehende Axt. Heilig rituale Ernte. Na toll. Yes, Subi. Ihr gut versteckt. Danke, Leute. Danke. So. Das haben sie gut versteckt, du. Wird das schon wieder dunkel hier? Das? Wo? Wieso haust du eigentlich immer mich? Ist nicht nett. Verband dauert immer so ewig lange, ne? Deswegen habe ich den so ungern. Aber gut, zur Not gibt es Dings. Hey! Lass meine Hyäne töten, wenn sie will. Hier ist auch irgendwas, ne? Da hinten ist ja irgendwann... Hast du was zu tun da, oder was? Was bist du eigentlich jetzt für ein Level? Boah, schon Stufe 4. Ja, geil. Schön schnell geht das. Also ganz da hinten ist ja hier diese Abgründe... Diese Abtrünnigen. So, da oben ist doch nichts. Na, wir gucken mal weiter hier. Also irgendwo hier muss doch irgendwas sein. Hier soll zumindest irgendwas sein. Hier, guck mal. Was haben wir denn hier? Nix. So im Schatten sah das aus, ne? Wie ein Höhleneingang. Oh, komm her, komm her, komm her, komm.
Hab dich. Aber wie viel Gewicht habe ich denn jetzt? Ach, das geht ja noch. Das ist ein Streifen hier, ne? Cool. Jetzt läuft es hier so alleine rum. Was soll denn hier sein? Wo bin ich überhaupt? Wir sind jetzt hier oben. Aber genau hier sollte irgendwas sein. Ich hier so. Da unten. Aber hatte ich gerade gedacht, aber da sind wir ja vorbeigelaufen. Da war ja nichts. Hier sieht es nicht so aus, als wenn hier irgendwas ist. Was ist denn da hinten? So, wo gehen wir denn da hin? Ja, aber das passt ja. Wir können ja mal die Richtung gehen, aber ich will erstmal hier nochmal gucken. So. Hier da die Berge abgucken. Was? Wo? Mach doch mal schneller, Junge. Wer bist denn du? Ja, danke. Hä? Wer hat die denn da hingerafft? Ich war das nicht. Na toll. Defektes Objekt Fackel. Tolle Wurst. Reparieren, was fehlt. Holz und Pflanzenfasern. So. Und eine Axt. So. Also der Hammer ist ja wohl cool. Aber der verbraucht echt eine Menge Ausdauer, ne? Das ist jetzt, das ist wiederum nicht so cool, ne? Na. Hier. So, reparier mir das. Was wollte ich reparieren? Die Fackel. Aber es wird jetzt eh schon wieder hell. Wieso sind die alle tot hier? Ist nicht so ein gutes Omen, wenn die alle tot sind, ne? Ist das... Ne, ist ein Reh. Also hier scheint keine Höhle zu sein, ne? Hä? Weißt du den jetzt mal? Mein Gott, nee. Ich hätte jetzt echt gedacht, hier wäre eine Höhle. Zumindest war hier eine eingezeichnet, ne? Oh, wo sind wir? An der Stadt? Oh ja, da wollen wir aber noch nicht hin. Definitiv. Nein. Definitely not. Oh, da ist ein Camp. Du machst das schon, ne? Ey, ey! Wehr dich doch mal. Jetzt beiß doch mal. Nein, Gott, 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 Junge. Nee. Wieso sind die alle so schnell respawned hier, verdammte Scheiße? Ach. Hier, hä? Die sind alle voll schnell weg. Flusswachtlager. Ja, guck mal. Ein neues Lager entdeckt. Ach Gott, da sind ja auch noch welche. Hm.
Mann, Ruhe. So. Die Windspiele habe ich im Bett, kann ich mir selber bauen. Das nehme ich noch mit. Was? Hier ist noch eine Kiste. Die Knochen und die dicke Haut nehmen wir an. Ach ne, Federn kriegen wir ja auch so easy bei uns. Oh, Entschuldigung. Die sind alle sau schnell weg, ne? Ja, obwohl hier nochmal so ein Gebet. Ich Tanzanweisungen. Warte, kann ich das benutzen? Kriegstanz gelernt. Sehr cool. Was? Ach, da sind auch noch welche. Moin. So. Nein, jetzt lauf doch. Nein, 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 jetzt lauf. Meine Fresse, nee, ey. Mann, Mann, jetzt mach den mal kaputter. Was? Da passt du einmal nicht auf, ne? Leute, Leute, Leute. Wie kamen die denn jetzt auf einmal noch alle weg? Wie groß ist denn das blöde Lager hier? Und warte, wo ist dieser Träger? Wo ist denn der draufgegangen? Der ist zumindest mal wichtig, ne? Was ist das? Ausgestopfter Teufel, na toll. Alter, Alter, ey, diese Verbände bringen doch gar nichts. Ehrlich nicht. Du hast ein Reliktfragment gefunden. Ja, schön. So, dann lernen wir hier nochmal Piktisch. Ein Reliktfragment. Was ist denn ein Reliktfragment? Boah, da war ja 80 Verbände hier. Du brauchst nichts mehr angreifen, mein Freund. Alles erledigt. So, hier ist die Brücke oder was ist das hier? Ah, gucken wir sofort mal. Erstmal im Gucken, ob die noch was Schönes haben, aber ich glaube nicht, ne? Was haben wir denn hier? Schieferrücken, Schlüpfling, Panzer? Nee. Wo sind ja andere Leichnamen jetzt? Hä? Irgendwie sind die Leichen hier mal gut versteckt am Ende, ne? Findet sie gar nicht mehr. Fetzen die jetzt alle in den Boden rein, oder was? Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Schwupp, aua, natürlich. Wie viel soll ich denn... Ah, hier ist Verderbnis, wo sind wir denn hier? Wir sind hier oben. Ah, hier sind wir. Ja, ja, da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Lassen wir mal. Lassen wir mal. So, ich muss mal eben mich orientieren. Wir müssen in die Richtung, ne? Zum Fluss. Also jede Aloe Vera ist jetzt gleich herzlich willkommen hier. Weil diese Verbände bringen ja mal gar nichts, ne? Guck mal, da oben können wir aber noch eben gucken. Wo ich es gerade sehe, ne?
Hier noch irgendwer. Algas, Algas Aussichtspunkt. Jawohl. Ja, hier waren wir in der letzten Folge auch schon. Guck mal hier. Er tanzt ein bisschen. Juhu. Kitanischer Tanz gelernt. Ja, Wolski. Hier ist aber, glaube ich, auch noch irgendwas Wichtiges, ne? Zu holen. So. Ich meine, dass es hier noch irgendwas Wichtiges gab. Da, meins. Die brauche ich definitiv, ne? Ja, lieber diese kleinen Fläschchen, 20 Stück von machen, als diese blöden Verbände, ne? Die sind echt für einen Eimer, die Verbände. So, was haben wir denn hier? Nix haben wir hier. Gab's hier nicht was an diesem Aussichtspunkt? Ich war mir ziemlich sicher. Ach, guck mal da. Wo sind wir denn hier überall? Ja, das ist aber alles schon die Stadt, ne? Das wollen wir noch nicht. Da wollen wir noch nicht hin. Nee. Dafür sind wir wirklich noch nicht gerüstet genug. Die ganzen Skelette alleine, wenn ich daran denke, ne? Lass das mal lieber sein. War hier an Algas Aussichtspunkt nicht irgendwas? Ich meine, dass es hier noch irgendwas anderes als den bescheuerten Tanz gab. Irgendwie ein Dokument, ein Pergament, irgendwas zum Lesen, irgendeine Info. Nee, nee. Ach, geh mir nicht, steh mir nicht im Weg. Geh mir nicht im Weg. Ich dachte, irgendwas wäre hier gewesen. Also was anderes als ein blöder Tanz. Kann auch sein, dass ich mich irre und es war wirklich nur der Tanz hier. Möglicherweise. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir machen hier eine Rast. Und gehen dann gemeinsam in der nächsten Folge hier runter zum Fluss, wie ich es ja eigentlich vorhatte. Ich habe gedacht, hier wäre irgendwo eine Höhle. Die müsste hier sein. Hier. Hier auf diesem Ding. Da müsste sie sein. Höhle. Da wollen wir noch mal gucken. Dann gehen wir halt so zurück und gucken hier noch mal, was da ist. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache hier eine Rast. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von hier aus. Oder ich gehe schon mal ein Stück zurück in die Richtung. Ja, ja. Heute war es eine etwas ruhigere Runde. Bisher viel gereist hier. Unseren Kumpan hier auf Vordermann gebracht. Hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir das, oder zeigt mir doch gerne mit dem Daumen nach oben. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weitergeht. Und auch hier in Conan Exiles. Dann abonniert ihn euch gerne. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.